In diesem Video ist der Martin, der Kostenoptimierer, am Start und wir sprechen über unsere Fixkosten. Seinen Kanal findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen bei Finanzen im Griff. Mein Name ist Marek und in diesem Video habe ich Martin, den Kostenoptimierer, zu Gast. Wir reden heute über unsere Fixkosten. Hallo Leute, schön, dass ich hier sein darf. Ja, mein erster Punkt ist DSL und Telefon. Dafür gebe ich aktuell 29,99 aus. Das ist relativ viel, aber dadurch, dass ich gewisse Cashbacks hatte und zum Teil auch kostenlos hatte, mehrere Monate lang, komme ich auf einen Durchschnittspreis von 17,91 Euro. Was, denke ich mal, sehr günstig ist. Dann habe ich natürlich auch noch einen Handyvertrag. Der kostet mich gerade aktuell 14,99 Euro im Monat, aber da habe ich auch durch gewisse Cashbacks einen Durchschnittspreis von 11,99 Euro im Monat. Ja, und wie sieht es bei dir aus, Marek? Also ich zahle fürs Internet und Festnetz 19,99, wobei ich kein Festnetz habe, weil man braucht es heutzutage nicht. Habe eine 50.000 Leitung und zahle das fix. Also ich tue alle 2 Jahre kündigen und kriege dann ein teures Angebot von Vodafone und kann danach den gleichen Preis behalten. Hat bis jetzt 5 Jahre gut funktioniert und hoffe, dass es auch weiterhin so funktioniert. Dann habe ich eben einen Smartphone-Vertrag, der kostet mich 6,99 mit 4 GB und SMS und Telefonflat. Ist im O2-Netz und ist da halt echt günstig. Potenzial nach unten ist noch da. Dann habe ich noch Stromkosten von ca. 20 Euro, die ich eigentlich fast zurückbekomme. Also ich habe da Cashbacks, weil ich fast monatlich meinen Stromanbieter wechsle, damit ich es einfach kostenlos bekommen kann, weil ich einfach so wenig an Strom verbrauche. Und dann natürlich noch den Rundfunkbeitrag für 17,50, der natürlich bei jedem leider anfällt. Ja, bei mir zahlt der Rundfunkbeitrag meine Partnerin. Dann habe ich noch eine Haftpflicht, die kostet mich monatlich 1,69 €, da ist meine Freundin auch mit versichert. Warum ist das so günstig? Weil ich eine Selbstbeteiligung von 1.000 Euro genommen habe. Warum? Weil ich sage, 1.000 Euro kann ich aus eigener Tasche zahlen. Ich hoffe, dass ich die Versicherung niemals brauche. Deswegen habe ich den Kosten gesenkt. Meine Haftpflichtversicherung kostet 4,50 € im Monat und hat eine Selbstbeteiligung von 150 Euro. Diese kann man allerdings reduzieren auf 0 Euro. Das zeige ich in einigen Wochen in einem Video, wie das funktionieren kann. Bei mir ist leider noch nicht der Fall eingetreten, aber es ist halt möglich. Dann habe ich noch eine Grundfähigkeitsversicherung, das ist so ähnlich wie eine WU, nur viel schlechter. Wenn man eine Fähigkeit verliert, wie stehen, gehen, sehen und so weiter, dann zahlt diese beziehungsweise nicht bei der ersten, sondern erst bei der zweiten oder dritten, also je nach Versicherung. Ich habe dann auf jeden Fall noch eine Kfz-Versicherung und da zahle ich monatlich 13,90 €, ist auch nur eine Haftpflichtversicherung. Und ansonsten habe ich noch die Kfz-Steuer für mein Auto, das sind durchschnittlich 12,83 €, ja, ist ein kleiner Diesel und ja. Euro 5, sonst wäre es halt noch niedriger, wenn es halt ein Benziner wäre. Ja, und ich zahle für die Kfz-Steuer 7,17 € und habe eine Kfz-Versicherung mit Vollkasko, das sind 35,06 € im Monat. Zahle ich natürlich jährlich, allerdings wollten wir jetzt die Kosten hier transparent aufs Monatliche runterrechnen. Ich habe einen Telematik-Tarif, den ich aktuell nutze, habe dafür 10% Rabatt bekommen in diesem Jahr. Im nächsten Jahr wären es vermutlich 25%, also aktuell bin ich bei 25% Rabatt. Also das Potenzial nach unten ist noch sehr groß. Habe eine Selbstbeteiligung bei der Vollkasko von 1.000 Euro und bei der Teilkasko 0 Euro. Dann zahle ich noch für meine Real-Pro-Mitgliedschaft 5,75 €. Da kriege ich aber das Geld eigentlich zurück, weil ich dann 20% auf alle Lebensmittel bekomme. Dazu habe ich ein eigenes Video schon gemacht. Also finde ich recht gut. Bei mir lohnt sich es richtig. Ich habe das Geld nach einer Woche drin und danach spare ich praktisch Geld. Und deshalb lohnt sich das für mich. Ich zahle 530 Euro warm und bekomme da jährlich so um die 100 Euro wieder zurück. Wohne zur Miete, habe einen Balkon, habe hier 62 Quadratmeter und habe noch eine Tiefgarage. Finde ich richtig gut, fühle mich hier auch wohl. Und noch ein kleiner Tipp, wenn man bei einer Wohngemeinschaft eine Wohnung bekommt, muss man Anteile von dieser Gemeinschaft kaufen, kann dafür aber nicht rausgeschmissen werden wegen Eigenbedarf. Also hat man eigentlich den großen Vorteil vom Eigenheim, dass man einfach einen Kündigungsschutz sozusagen drin hat. Und hat meistens auch eine günstige Miete. Also bei uns gibt es hier einige Wohnungen. Allerdings, ja, es ist schwer, eine zu bekommen, weil die auch viel günstiger sind als meine. Also die kostet ungefähr 200 Euro weniger für das Gleiche. Wo ich mir denke, puh, das ist schon nicht schlecht. Aber da sind die Wartelisten halt schon ein paar Jahre, weil die einfach so extrem gefragt sind. Und natürlich eine super Sache ist, das will natürlich jeder haben. Einfach Vorteile aus beiden Welten. Und ja, kann man einfach nicht meckern, würde ich sagen. Und man kann sogar mitreden, also man hat Mitspracherecht und kann auch Ideen mit einbringen und kann da auch einiges verändern, was man in so einer normalen Mietwohnung nicht machen kann. Ja, das ist so ein sozialistisches Prinzip, was noch so ein bisschen erhalten wurde, wo auch ein bisschen Steuervorteile sind und einfach, wo
ja, jeder seinen Beitrag zu leistet und dadurch halt geht es nicht um Gewinnmaximierung, sondern einfach, dass jeder vernünftig wohnen kann in seiner Region. Ist eigentlich eine gute Sache, würde ich auch euch empfehlen, in Großstädten wie München zum Beispiel oder wo die Preise sehr gestiegen sind. Wie gesagt, lange Wartelisten, das ist halt leider die Herausforderung, aber wenn man das vielleicht ein bisschen plant und zum Beispiel sagt, hey, ich wohne vielleicht noch bei meinen Eltern oder so und ziehe 2, 3 Jahren aus, dann kann man sich vielleicht schon mal auf die Warteliste setzen. Genau, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich wohne inzwischen nicht mehr zur Miete schon seit einigen Jahren, sondern ich habe ein Eigenheim und ich habe mir da so ein bisschen auch Gedanken gemacht. Ich habe euch extra nochmal ein bisschen aufgelistet, das Ganze, weil viele wissen gar nicht, was so ein Eigenheim kostet im Verhältnis halt zu einer Mietwohnung, was da für Kosten verbunden sind. Und ich habe das Ganze natürlich auch versucht, ein bisschen zu optimieren und ich gebe euch noch einfach ein paar Daten, Fakten. Und natürlich kostet es auch mehr Zeit. Das darf man auch nicht vergessen. Also es muss jeder mit bedenken, dass man eher auch viel mehr Zeit braucht als ich. Ich habe einfach sorglos, ich zahle mein Geld und wenn ich ein Problem habe, rufe ich meinen Vermieter an. Hab da dann keinen Stress damit. Genau, also bei mir ist es natürlich so, dass auch mal so Sachen kommen wie irgendwie, dann will auf einmal die Gemeinde, dass man irgendwelche Berechnungen macht für irgendwelche Niederschlagsmengen und so weiter, weil die neues Berechnungsgrundlageverfahren haben und da muss man sich als Eigentümer halt auch drum kümmern. Ebenso um viele andere Sachen auch wie Anmeldungen und so weiter, wann was abgeholt wird und aber ich liste euch einfach mal ein paar Sachen auf, sage euch ein bisschen was dazu und dann könnt ihr euch euer eigenes Bild machen. Genau. Das Haus ist ziemlich alt, das ist Baujahr 1906, also noch aus der Kaiserszeit. Und hat eine Wohnfläche von 128 Quadratmetern circa. Ist eben nicht ganz leicht zu messen, weil einfach auch die Wände natürlich nicht gerade sind bei so einem alten Haus. Und ja, sind einige gewisse Teile halt renoviert worden. Andere Sachen sind noch ein bisschen teilweise älter. Ich habe einfach auch mal geschaut, was ist so kostenmäßig, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Zum Beispiel Elektrik habe ich auch noch gelassen. Die alte Elektrik von früher, weil sie funktioniert halt im Schlafzimmer zum Beispiel. Und da brauche ich jetzt nicht extra neue Kabel verlegen, wenn da alles funktioniert. So, jetzt nochmal kurz weiter. Dachboden ist bei mir 2 Etagen. Ist halt relativ niedrig für die damalige Zeit. Also man kann dann so circa, die eine Ebene ist 1,85 Meter praktisch Höhe, es zählt gar nicht richtig als Wohnraum dadurch. Und dann ist die zweite halt ja, ein bisschen spitzer halt das Dach und da kann man dann nur an gewissen Stellen stehen. Und ich habe überlegt, ob ich es vielleicht mal zu einer mache und richtig mit dem Projektleiter und so weiter, dass es wirklich als Wohnraum auch anerkannt wird, weil dann steigt das Objekt wieder im Wert und ich kann damit wieder auch einiges machen. So, das ist mein Gedanke dahinter. Dann habe ich noch einen Keller. Der hat 13,06 Quadratmeter circa. Und dann habe ich noch ein Wirtschaftsgebäude, das ist also praktisch wie so ein Schuppen, bloß halt wirklich ein Fundament und alles, volles Programm. Und der hat zum Beispiel circa 30 Quadratmeter. Wie gesagt, ist fast schon wie ein Haus. Ist halt bloß noch mit alten Fenstern und so weiter drin. Und ja, wie gesagt, wie so ein Schuppen, aber schon ein bisschen hochwertiger. Und dann habe ich eben 2 Grundbücher. Einmal das Grundstück, wo das Haus direkt drauf steht. Das sind die 200 Quadratmeter mit ein bisschen Fläche drum. Und dann habe ich nochmal ein zweites, das direkt hinten mit dran ist, 458 Quadratmeter. Das zählt eher so als Gartenland. Deswegen ist auch die Grundsteuer viel niedriger. Die kostet mich aufs monatlich runtergerechnet 9,01 € circa aktuell. Mal gucken, ob sich das in Zukunft ändert. Und ansonsten gibt es auch nochmal die neue Wasser- und Abwasserverordnung bei uns. Deswegen muss ich auch diese Berechnung machen. Für Dachflächen und so weiter und Niederschlagsmengen. Und da bin ich aktuell halt bei 75 € monatlich. Dann halt habe ich 2 Stromzähler. Für den unteren habe ich 64 € und für den oberen habe ich 37 €. Dann habe ich einen Flüssiggastank bei mir im Garten. Der wird auch mal wieder aufgefüllt, inklusive allen Wartungen und so weiter. Habe ich aktuell einen Abschlag von 90 € im Monat. Das kommt auch schon seit 2, 3 Jahren, glaube ich, so hin circa mit dem Wert. Ebenso habe ich auch noch mehrere Holzöfen. Aktuell sind es 3 Stück im Haus. Und das Holz kriege ich teilweise kostenlos. Ja, daher kommen da keine zusätzlichen Kosten. Aber das ist auch mehr so ein Luxus, dass man abends schön den Ofen anmacht und so weiter. Oder mal schnell eine Wohnung hochheizt. Dann eben Abfall kostet aktuell halt 9,63 € im Monat durchschnittlich. Dann der Schornsteinfeger, da habe ich sogar auch schon mit Heizungsablesungen im Durchschnitt ausgerechnet, das alle 2 Jahre. Und natürlich die Care-Arbeiten, da sind wir aktuell bei 5,39 € im Monat im Durchschnitt. Dann kommt die Gebäudeversicherung, die steigt aktuell jedes Jahr, ist bei 19,04 € im Monat. Und ja, da habe ich praktisch so eine Endsumme von 309,07 €. So, das wären so die Kosten. Beim Strom kriege ich teilweise sogar noch was wieder. Ja, ich rechne es halt relativ konservativ. Beim Wasser kann es teilweise sein, dass es deutlich mehr ist. Man muss dazu sagen, bei mir ist es so, dass ich den unteren Teil des Hauses aktuell vermiete. Bin ziemlich gut ausgelastet im Jahr und dadurch kann man die Kosten nicht genau aufzählen. Also zum Beispiel vor allem Wasser schwankt sehr stark. Also wenn ich zum Beispiel 4 Handwerker vermiete, die verbrauchen sehr viel. Wenn ich Leute vermiete, die nur zum Schlafen da sind, weil sie ihre Familie besuchen oder so, dann habe ich fast gar keine
Kosten. Deswegen sind das jetzt einfach nur die monatlichen Abschläge. Das kann stark abweichen zum Teil, aber das sind so die Grundkosten. Dann ist halt so, muss man denken, natürlich als Eigentümer musst du auch Rücklagen schaffen. Genau. Ne, das ist sehr wichtig. Übrigens als Mieter zahlst du das zum Beispiel nicht. Also das zahlt der Eigentümer aus eigener Tasche. Das ist halt das Vorteil, wenn du zur Miete wohnst, dass du nicht an diesen Kosten beteiligt wirst. Das kann auch nicht auf dich umlegen in Deutschland. Das ist in anderen Ländern anders. Und da lege ich aktuell 110 € im Monat weg. Ja, das nutze ich halt für, wenn irgendwas kaputt geht oder so weiter. Man muss aber auch dazu ehrlicherweise sagen, dadurch, dass ich möbliert auch vermiete und so weiter, nehme ich natürlich auch immer noch von den Mieteinnahmen halt praktisch was rein. Ja, wie hoch sind die Mieteinnahmen? Das schwankt natürlich auch teilweise sehr stark. Also im Durchschnitt sind es so zwischen 600 und 700 € im Monat. Es können auch mal Monate über 1000 sein, dafür ist ein anderer Monat weniger. Und jetzt in letzter Zeit war es nochmal mehr als 700 €. Also ich habe jetzt fast das gesamte Jahr war es im Durchschnitt sogar mehr. Ich vermute aber auch, dass jetzt eben halt durch gewisse Maßnahmen und so weiter und dass die Leute nicht so viel reisen, dass es eher nochmal ein bisschen zurückgehen wird. Ja, dann habe ich das Ganze natürlich auch ein bisschen optimiert. Aber man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, es sind so ein paar Sachen. Ich habe zum Beispiel auch keinen Kabelanschluss, dadurch spare ich Kosten. Ich habe keinen Winterdienst, den ich anteilmäßig bezahlen muss, den die meisten Mieter zahlen müssen. Ich habe keinen Hausmeister für ein Haus. Solche Sachen oder wie Flurreinigung, das machen wir natürlich alles selber. Ich wohne mit meiner Partnerin auch im Haus. Dann Gärtner müssen wir nicht bezahlen, das machen wir halt auch. Auch Ablesungen und so weiter, wie Verheizung und solche Geschichten oder irgendwelche Zählersachen, das machen wir alles selber. Was ja teilweise eben halt über Firmen gemacht wird oder Nebenkostenabrechnung kosten ja auch Geld und das fällt eben halt alles weg. Ist halt sehr optimiert alles, macht natürlich dadurch mehr Arbeit, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen. Ansonsten eben teilweise habe ich auch ein Arbeitszimmer in dem Haus, wo ich, in dem privaten Teil, wo ich wohne. Und das kann ich schon mal steuerlich geltend machen. Also grundsätzlich kann man sagen, so zwei Drittel der gesamten Kosten fürs Haus kann ich steuerlich geltend machen, weil die als Betriebskosten zählen. Da muss man auch sagen, ich habe eine gewisse Abschreibung für den Teil, den ich vermiete, kann ich auch abschreiben, halt den Gebäudewert. Dann eben ja, Verbrauchsmaterialien habe ich, weil ich möbliert vermiete, WC-Papier, Seife, Handtücher, alles Mögliche. Und ich muss natürlich auch sagen, das ist, denke ich mal, bei den meisten Leuten so, die eben untervermieten, da hast du keine klare Trennung mehr. Da nimmst du das Klopapier einfach und rechnest es einfach ab und nimmst auch mal eine Rolle für dich privat. Ich hoffe, das Finanzamt hört nicht mit, aber bei dem Patient denke ich mal, wird es keine Probleme geben. Ist auch alles ziemlich fair gemacht. Sonst natürlich jedes Werkzeug, was ich kaufe, rechne ich natürlich ein für auch Renovierungssachen. Ich habe teilweise immer wieder Sachen zu machen. Und das akzeptiert auch das Finanzamt. Natürlich nutzt man sowas auch mal für sich, weil es gibt keine klare Trennung, wenn du einen Teil vermietest. Das kann man schon ganz gut optimieren. Auch Gartensachen, wenn man ein paar Blumen pflanzt oder so. Das ist natürlich auch zum Teil geschäftliche Ausgaben und ich kann euch auch nicht genau sagen, wie genau die Aufteilung ist. Das macht alles immer mehr eine Steuerkanzlei, weil dadurch, dass ich auch mehrere Immobilien besitze und so weiter, weil mir das alles sehr komplex ist, ist es auch mal ein bisschen Verhandlung mit dem Arbeitsamt. Wir haben sehr viele harte Verhandlungen, aber wir kommen eigentlich immer ganz gut auf einen guten Nenner. Und so kann man sagen, dass ich mein Haus praktisch kostenlos habe, meine Nebenkosten. Und wie ihr vielleicht festgestellt habt, wenn ich jetzt sage, ich habe 600, 700 € Einnahmen und habe dann die gesamten Kosten, ich habe mir ausgerechnet, meine gesamten Fixkosten sind 380 € und 74 Cent theoretisch, wenn ich jetzt nochmal durchschnittlich rechne auf 2 Jahre gesehen, weil ich ja auch dieses Internet und Handyvertrag praktisch, solche Cashbacks sind so ein bisschen niedriger, da sind es halt durchschnittlich 365 und 6 Cent. Dann kommen nochmal die Rücklagen drauf, würde ich sagen, ein paar Renovierungskosten, muss man wie gesagt nochmal rechnen. Dann kann man sagen, ich bin bei 0,0, habe vielleicht noch 100 da übrig, aber man muss ja sagen, der Aufwand, den kriege ich ja nicht bezahlt. Ne? Also das muss ich ja meine eigene Zeit auch teilweise reinstecken. Ja. Aber ich denke, das ist sehr fair. So kann man halt kostenlos sein Eigenheim wohnen, hat vielleicht sogar ein paar Steuervorteile und kann eine Mischung halt einfach aus dem Konzept machen, Eigenheim eben und ein paar Kosten umlagern. Und ja, so habe ich einfach einen Kompromiss gemacht, weil einige sagen, entweder Mieten oder Haus. Ich mache eine Mischform und hole mir einfach den Vorteil aus allen Welten. Ja, genau. Das ist, denke ich mal, eine super Sache von den Kosten. Meine Fixkosten sind 708,29, was schon nicht schlecht ist. Allerdings ist der Martin dann einfach besser dran. Man darf nur nicht vergessen, dass der Martin ja auch für sein Haus gezahlt hat. Dieses Geld hätte man auch natürlich woanders anlegen können und damit dann die Miete bezahlen oder andere Kosten damit decken. Und wenn man halt natürlich gute Rendite erzielt, die ja, man machen könnte, dann könnte man natürlich genauso mit dem Kapital seine Mietwohnung und seine anderen Fixkosten bezahlen. Was ja jetzt eher meine Idee ist. Also, ich will eher flexibel bleiben, dass ich sage, ich kann auch woanders hin. Und der Martin will halt lieber was Eigenes haben. Das ist einfach Geschmackssache, ist auch ganz wichtig zu entscheiden, ob du lieber Eigenheimtyp bist oder lieber zur Miete wohnst. Miete ist ein bisschen flexibler. Eigenheim, also schnell kann man sein Eigenheim nicht verkaufen, wenn man woanders hin will. Oder sich die Gegebenheiten geändert haben und man nicht Vermieter werden will und so weiter. Ich meine, das ist
ist einfach eine Überlegung, die sehr groß ist. Da geht es nicht mal nur ums Geld, also was rentabler ist von den beiden Sachen, sondern ob du dich damit wohlfühlst. Wenn man gesehen hat, Martin, der braucht viel Zeit dafür. Martin, weißt du eigentlich, wie viel Zeit du dafür brauchst, eigentlich so im Schnitt im Monat so? Ja, also man muss natürlich sagen, bei mir gibt es nicht diese klare Trennung zwischen privat und den geschäftlichen komplett. Also es vermischt sich vieles halt, ne? Also zum Beispiel machst du was im Garten. Das ist einmal für dich vielleicht, aber auch gleichzeitig für die Mietqualität einfach, ne? Es ist immer so eine Mischform und das kostet teilweise mehr oder weniger Zeit. Meine Freundin hilft mir auch sehr viel. Also alleine wäre das sehr, sehr viel Arbeit. Und ich habe auch teilweise Leute, die ich bezahle, zum Beispiel, die Wohnung reinigen. Sonst macht meine Freundin das auch. Hin und wieder mache ich das auch. Aber ich versuche das halt nicht so viel Zeit reinzustecken. Eher in Reparaturen und so weiter. Und das hast du halt immer wieder mal im Haus. Das kann man auch nicht sagen. Also, wenn Dachziegel abfällt und du Leiter irgendwie vom Nachbar ausleihst und darauf kletterst aufs Dach und das kann halt schon ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen oder mal was reparierst oder ein paar Leisten, ja, oder irgendwie reißt eine Gardinenstange runter oder so im Haus. Also das hat immer ein bisschen Arbeit, aber das hast du teilweise bei Mietwohnungen auch. Aber natürlich bei so einem alten Haus, was du selber hast, was natürlich dadurch viel günstiger ist, als wenn man was neu baut, geht halt immer wieder was kaputt. Dafür hast du halt auch viel weniger Zeit. Was sind deine Fixkosten? Schreib die gerne unten in die Kommentare. Wenn das Video dir gefallen hat, dann lass uns gerne einen Like da. Und wenn du noch mehr Videos von mir haben willst, dann abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal. Und natürlich auch gerne meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Bis dann, ciao.